Zack, steife Nippel. So, raus, 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 raus. So. So, rein, 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 rein. Gucken wir mal am PC, was war, ob wir da irgendwas bei BlackBerry haben. Auf jeden Fall können wir den Contract auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Stilfigur, hier, Stil, tragbare Konsole, Cosmos X von 104. Hatten wir schon mal gemacht, haben wir nicht gefunden, ne? Machen wir dann auf jeden Fall nochmal. was gibt's denn da noch Feines, Leckeres? Stiel Kupferfigur von 109. Stiel antike Kaffeemühle von 108. Stiel Diktiergerät von 107. Stiel antikes Radio von 106. Und dann geht's da 8 Uhr in die 9. Gut. Ah ja, Black Bay. So, zeige mal Küche. Kaffeemaschine fehlt uns noch. Nee, Kaffeemaschine haben wir. Die Kaffeemaschine fehlt uns, okay. Telefon. Die können wir verticken. Das müssen wir nochmal verticken. No-Name-Kopfhörer, die fehlen uns auch noch. Die blauen fehlen uns noch. Also zweimal blau will er haben, okay. Die Goldmedaille müssen wir noch finden. Eine blaue Gitarre brauchen wir und eine schwarze noch. Alte Schmuckschatulle, okay. Hier haben wir wahrscheinlich nichts drin. Wasserwaage müssen wir noch finden. Antikes Horn. Oh, er will Met saufen. Yes, baby. Oh Gott, was ist das denn? Gott, ist das... Verwunsch... Eine mechanische Puppe? Das sieht aus wie ein Schaukelpferd, was eine Puppe ist. Das ist ja gruselig. Dekorative Vase. Dekorative Vase. Ey, wir müssen wirklich fast jeden Scheiß einpacken, weil alles irgendwie dabei sein kann, immer mal. Das macht's echt nicht einfacher. Haben wir hier irgendwas, was nicht bemarkiert ist, grün? Doch, alles. Super, toll. Okay. Den kriegen wir da immer noch nicht rein. Den auch nicht. Schaufel, Skimaske, Lageplan. Mikrokamera und Lager. So, gut. Wir wollen auf jeden Fall dann gleich einmal. Teufelshöhle? Ach Gottchen. Ach du Gott. Doch Gott, nein. Das ist nie. Haus bleibt leer. Man sagt, hier wohnt der Teufel. Jetzt wissen wir, wo Vaneta wohnt. So nämlich. Die Zeit scheint nicht normal zu vergehen. Offenbar hat der Vorbesitzer vor seinem Verschwinden einige wertvolle Gegenstände zurückgelassen. Kannst du sie zurückholen, bevor auch du verschwindest? Haus bleibt leer. Beute, Fragezeichen, 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 Reacherboard auf jeden Fall. Hinweis, störe den Teufel nicht, das ist klar. Ja, das Halloween-Dings. Ich glaube, da sind Jumpscares. Oh Gott, nein, ich will mich doch beim Einbruchsimulator nicht so erschrecken. Na gut, ihr Lieben bei YouTube, also bei der YouTube-Aufnahme, nicht im YouTube-Livestream. Ich bin gleich wieder da, ich mache mal schnell einen Kaffee. So, ihr Lieben, bei YouTube, dass immer wieder weitergeht. Der Spaß, wir gehen Raubüberfall hier, Teufelshöhle. Ne? Rein da. Here comes the money.
Peace. Was tust du denn da? Dankeschön für 5 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Ich sehe das immer gar nicht. Ich muss immer nach oben gucken, weil in dem Overlay sehe ich das gar nicht mehr. Das ist so klein. Vielen, vielen lieben Dank für 5 Euro. Ich habe zu danken für die gute Unterhaltung. Oh. Warst du schon öfter bei mir auf dem Kanal oder ist das das erste Mal, dass du bei mir auf dem Kanal bist? Hier brauchen wir ja... Da ist der Teufel. Oh mein Gott. Und direkt mal lauter machen für euch. Schaufel? Durch Zufall, das erste Mal. Ah ja, sehr geil. Vor allen Dingen, das freut mich, weil es halt so random auch passiert, ne? Das freut mich. Was eigentlich bei YouTube schwierig ist. Okay, hier können wir buddeln. Wir gucken erstmal draußen. Auf jeden Fall habe ich da jemanden lang gehen sehen. Junge, ich habe ja gar keinen Bock, mich hier zu erschrecken, ne? Zack, steife Nippel. Junge. Iggy, der Undertaker ist da. Junge, der Jumpscare war schon besser als 90% bei Horrorspielen. Okay, laden und sichern. Alter, finde ich auch cool, sowas, was wir da reingenommen haben, ne, für Halloween. Oha, ey. Puh. Wo kann ich denn jetzt hier buddeln? Hier. Nee. Hier? Nein, 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 nein! Bin ich das, der läuft, oder er? Okay, ich lasse es sein, ich mache jetzt vernünftig. Scheiß aufs Buddeln. Alter. Horror. Ja, da war ich gar nicht vorbereitet drauf. Ich habe letzte Woche genug Horror gespielt, ey. Vor allem, er markiert mir den auch gar nicht. Ich glaube, ich kann ihn einfach hören, aber, ne, wenn er denn durch die Bude läuft. Der Undertaker. Schicke Butze. Oha. Er wird über ihre Ankunft informiert. Bitte bleiben Sie still. Okay. Ich gehe erstmal nach oben. 666 Truhenschlüssel. Wir gehen erstmal nach oben. Den hören wir nicht besser, wenn er kommen sollte. Oha, die Uhr würde ich aber eigentlich ganz gerne mitnehmen wollen, aber noch nicht. Warte ganz kurz. Ja doch, also ja, Amy, da muss ich irgendwie recht geben, Paranormal VHS war deutlich besser.
Wobei Don't Scream auch krass war letzte Woche. Es waren beide krass. Ich fand auch den anderen gar nicht so schlecht, den ich da gespielt hatte, einen Tag vorher, ne? Geil. Geil gemacht. Kann man nicht anders sagen. Fand ich auch nicht schlecht, aber wo es denn in den Krieg ging, das fand ich dann ein bisschen doof. Das war dann... das wäre was zu zählen, definitiv, ja. War schon ganz geil gemacht. Bitte nicht. Wir müssen ja nicht alles gleich machen, ne? Wir können ja nachher auch noch ein paar Sachen machen dann. Immer mal wieder. Ich will auf jeden Fall einmal wenigstens rauskommen mit ein paar Sachen dann. Jetzt kommt, ne? Ich scheiß richtig auf den Stuhl hier. Bitte Clip machen, wenn ich auf den Stuhl kacke. Wenn das nicht viral geht, dann bleibe ich trotzdem auf den Stuhl sitzen. Oh nö, ich hab's verkackt. Och nö. Ja, nee, das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Aha. Ist das die Goldmedaille? Aber ganz schnell weg jetzt hier, mein Freund. Wir haben die Medaillen voll. Wir gehen da auf jeden Fall nachher nochmal rein. Zum Ende hin. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Hat mir gefallen. Ja, geilo. Geil. Geil. Der Dean freut sich genauso. Halloween-Kürbis brauchen wir auch noch drei. Also zwei. Sehr schön. Hatten wir da irgendwas schon an Beute? Das Switcherboard? Genau, die Puppe. Und einen Karton müssen wir finden. Was kann in den Schrank? Großvaters Uhr. Zwei Kerzenständer, Halloween-Kürbis und dreimal Schmuckschatulle. Warum muss Schmuckschatulle da rein? Ist egal, wir sehen es dann später. Beutel? Wie sieht das hier aus mit Fähigkeiten? Zwei Fähigkeitspunkte haben wir frei. Das haben wir gelernt. Das haben wir gelernt, das haben wir gelernt. Das haben wir gelernt. Das könnten wir lernen. Beweglichkeit 3. Stufe 21. Okay, das dauert noch eine Weile. Das ist gelernt, das ist gelernt.
Autodiebstahl Stufe 2. Gucken sogar noch schneller, dann machen wir das. Dann haben wir den. Haben wir noch irgendwo was mit einem? Nee, ne? Schalte einen Schlagstock oder einen Schweißbrenner frei. Oh! Mit dem Schlagstock kannst du jeden niederschlagen, doch sobald er aufwacht, wird er die Polizei rufen. Schaltet ebenfalls die Schnellreise zum Auto auf deinem Telefon frei. Schaltet ebenfalls die Schnellreise zum Auto auf... Ach, was. Das ist sexy. Das ist sexy. Lernen wir. Gib mir den Schweißbrenner, Junge. Dann können wir auf der Baustelle diesen Dings aufmachen. Und wenn wir mit dem Schlagstock jetzt jemanden verprügeln, dann wird nicht sofort die Polizei verständigt, sondern erst dann, wenn er wieder aufwacht. Das ist natürlich auch ganz nett. Ein Hoch auf Schlagstöcke. Beruhigungspfeil? Beruhigungspistole? Hat was letztes Mal schon? Eieiei. Lötbrenner. Kaufen. Und Schlagstock. Ein Riegel. Achso, es ist hier ein Riegel. Okay, dann kaufen wir einen Riegel. Klar. Wo ist der Riegel? Ich fühle den Schmerz, ne? Wieso mit Taion? Hast du etwas Schlagsahne zu Hause? Ich kenne nicht viel von Family Guy, nicht so sonderlich viel, aber das kenne ich. Oha, da soll die vielleicht nicht gegenhauen, wa? Man muss ja mal testen. Okay, mal den Brenner testen. Da sehe ich mich ja voll drin, ne? Ey, wir düsen sofort zu 101, ne? Ich will unbedingt den Container jetzt aufbrennen. Kekse! Na, das wird aber wieder Zeit, war Philipp? Oh, oh. Hä, warum bin ich denn jetzt? Warte mal, wie war denn das jetzt hier? Oh Gott. Crouch. Kamera ändern auf V. So ist doch viel besser. Warum hat er da gerade so eine Fax gemacht? Verstehe ich nicht. Gut. Wo ist er? Knacken wir schon mal. Ich muss auch noch mal neue Dietrichs kaufen. Lüge, hast gar nichts gesehen. Ich gehe hier nämlich einfach nur. Upsi. Was? Upsi.
Ihr habt eine sehr kurze Hose heute an. Sag mal. Das war knapp. Passi. Grüß dich. Guten Tag. Ich glaube, wir können noch so... Naja, es könnte zu laut sein, ne, mit dem Beretta. California. Hallo Passi, I'll check by you. Sag mal, jetzt könntest du aber auch mal wieder, ne? Warte mal, um 9 ist er, bis um 9 ist er da, bis um 10 ist er da. Und dann? Ja, wir können auf jeden Fall bis um 9, bis um 10 pennen gehen, mal. Weg da. Nein, hör auf damit. Nein, ich will das nicht. So, um 12 geht er dahin. Und dann könnten wir rein und ihn umklatschen. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle.